Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dr. Kirk spielt XCOM. Wir haben hier noch so ein kleines, schmuckes Battleship, das irgendwie danach schreit, abgefangen zu werden. Und das machen wir jetzt einfach. What can possibly go wrong? Okay. Ja, dann bis gleich. So, dann wollen wir mal gucken. Ja, das geht ja gut los. Da ist noch einer. Aber in erster Linie ist ja... der hier das Problem. Und er bleibt auch das Problem. Oh, come on. Thank you. So. Was natürlich jetzt ein bisschen blöd ist. da ist schon das UFO. Dann würde ich sagen. Quatsch. Also nochmal. Hierhin. Hierhin. Ja, dahin. Dann runter. Und dann hier gegen. So, gucken, was es da noch zerrissen hat. Den gleich mit, das ist gut. Und wir haben hier Rauch. Das ist... Und Feuer und Zerstörung, aber vor allem Rauch. Das ist gut. Und du bist ja jetzt... So. Jo, das dauert. Das dauert. So. Also hier ist schon mal Schluss. Das ist gut. Ein Problem haben wir jetzt. Wir können unseren... Achso, erstmal muss ich noch eine Anmerkung machen. Ich habe auch Stinger noch einen Blaster Launcher gegeben, den zweiten. Aber zu den Blaster Launchern. Wir müssen ja damit rechnen, dass die Aliens auch welche haben. Nämlich genau zwei. Also mindestens einen. Und solange das der Fall ist, üblicherweise lasse ich ja meinen Blaster-Kollegen immer hier so draußen rumstehen. Damit er hier dann immer schön alles unter Feuer nehmen kann. Das können wir erstmal nicht machen. Weil dann einfach die Gefahr besteht, dass er irgendwann von irgendeinem mal gesehen wurde. Und die Aliens merken sich das ja. Und dann irgendwann, Runden später, ein Blaster Launcher entscheidet, hey, den schieße ich mal ab. Und das muss nicht sein. Deswegen, hier haben wir, oh, da geht's weiter. Also sofort alle immer in Deckung.
Aber allzu viele können wir auch einfach noch nicht rausholen, weil uns noch ein bisschen die Möglichkeiten hier fehlen, wo was sicher ist. Also hier müsste sicher sein. Hier ist die Deckung von da. Da kann eigentlich keiner schießen. Ja, gut. Dann war das erstmal First Wave, sozusagen. Hast du den Rauch als Cover benutzt? Das ist aber unfair. Das war unser Rauch. Stand ganz groß XCOM drauf. Den benutzt du einfach. So, auf jeden Fall hat das Mist Alien uns jetzt gesehen und das heißt allen seinen Alien-Kameraden mitgeteilt, wo wir stehen. Das heißt, ab jetzt müssen wir alle in Deckung. Sonst kriegen wir hundertprozentig eine Blasterbomb ab. Und erstmal müssen wir gucken, wie es unserer Vorhut da geht. Aber zumindest steht sie noch. Und da ist gar nichts passiert. Hast ein bisschen Energie verloren, ne? Minimal. Okay. Da bist du. Oh Gott, das ist... Na komm mal. Nee. Nur weil du deine Granate in der Hand hast? Naja, gut. Dann musst du jetzt aber treffen. Ist nicht gut. Obwohl, der hat ja schon geschossen. Sag mal, auf was schießt ihr denn? Das Alien ist schon tot. Da ist keins. Dankeschön. So. Rein hier. So, also ihr... das ist noch nicht optimal. Oh, next one. Du kannst natürlich nicht mehr schießen, oder? Gut. Dann mach du das mal. Das hatte ich befürchtet. Okay, das war einmal zu viel geklickt, weil du kommst da jetzt nicht mehr weg, ne? Nee. Gut, Duck, das war schön mit dir. Wir bauen jetzt schon mal deinen Nachfolger auf. Aber vielleicht haben wir ja Glück und hier ist gerade keiner. Worauf ich allerdings keine größeren Geldsummen verwetten will. Das war reichlich blöd. Naja, hoffen wir mal das Beste. Na? Ich warte auf das Geräusch. Okay.
Aliens? Hallo, spielt ihr noch mit? Ja. Okay. So, okay. Also hier haben wir noch eine ganze Menge. Hier haben wir eine ganze... Gott, das ist eine... Da haben wir ja noch einiges vor uns. Aber jetzt müssen wir erstmal... Sowas halte ich mich jetzt noch nicht auf. Also du primest das Ding jetzt erstmal und wirfst es dann so. Oh, da ist dann aber auch Schluss, also vieles dann nicht mehr, das ist gut. So, hier haben wir ja unsere präferierte Ambush-Position, aber die ist im Moment noch von 1, 2, 3, von 4 Seiten angreifbar, das können wir im Moment vergessen. Kannst du denn auf den schießen? Meine dann... Hier vielleicht... Hier vielleicht... Nein... Und hier... Aber es ist gut, dass du ihn siehst. Also wirklich. Toll, toll. So. Kannst ihn jetzt... Okay... Kannst du das irgendwie halbwegs, ja, ein bisschen kannst du es im Blick haben. Gut. Dann kommen wir zu den nächsten. Fliegen ist im Moment eher kontraproduktiv. Geben wir nur ein besseres Ziel ab. Da ist aber auch bald Schluss. Also so groß ist die Karte nicht. Also das UFO nimmt den größten Teil ein. Obwohl, du kannst ja mal fliegend bleiben. So... Okay. Also das Gute ist, wir haben keine Türen hier gehört, aber hier kann auch keine Tür mehr sein eigentlich. Nee, da kann eigentlich nichts mehr sein.
Ja, das ist das Dumme bei Wookies, die können sich nicht weit bewegen. Scheint sauber zu sein. Okay, also hier ist bestimmt noch was. Aber dich kann ich hier noch nicht auf die offene Fläche stellen. Also das, nee, 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 nee. Theoretisch könnten wir auch schon anfangen, hier den gerne mal erwähnten zusätzlichen Eingang uns zu machen. Aber nee, eigentlich will ich dazu lieber mich hier draußen erstmal ein bisschen kompetenter hinstellen. Das ist mir noch zu unschön hier. Am Ende der Runde der Aliens. Aber werfen kannst du eh nicht mehr, ne? Gut. Du bleibst da mal. Ja, hier rüberlaufen, da werde ich wenig Freude dran haben. Deswegen werde ich wahrscheinlich, um dieses Gebiet hier hinten, oberhalb des UFOs zu erforschen, auch nach hier gehen müssen. Das ist mir hier zu sehr Präsentierteller. Du bleibst erstmal noch außer Sicht. Dich holen wir schon mal. Aber dich können wir eigentlich auch holen. Nee, da gehen wir ein bisschen weg. Okay. Hoffe, es haben uns keine Aliens gesehen. Beziehungsweise wenn. Es ist keiner mit einer freien Schussbahn. Noch bleibt alles ruhig, das ist gut. Aber hier passiert auch relativ wenig. Das wollen wir mal ändern. So hin. Stehst da. Na, immerhin. Ein Feld unter das UFO geworfen. Du hättest auch so flach über den Boden, ne? Oder so rollen können. Oder so. Nur mal. So. So, aber dann gucken wir erstmal mit euch hier weiter. Hacken. Hacken, hacken, hacken. Hacken. Sind nicht gut.
So. Natürlich so ein bisschen unzufrieden. Wo kann man dich mal hinstellen? Wer ist meine Deckung hier? Ach ja, da haben wir noch den Kollegen Schwebemann. Ja, dich brauchen wir im Moment auch noch nicht. Okay, hier ist Schicht. Und hier haben wir wenigstens ein bisschen Deckung. Das ist gar nicht schlecht. Und da ist der Fuß. Das heißt, hier müssten wir können. Okay. Okay, kein Alien. Aber das sollte doch am Ende der Alien-Runde... Naja, egal. Achso, zählt die Runde mit, in der ich sie aktiviert habe wahrscheinlich. Deswegen. Hm, na gut. Schon lange nichts mehr gesehen, das überrascht mich. Ich meine, es sind ja 2 Dutzend Viecher hier drin. So, wenn wir das hier haben, dann können wir tatsächlich hier mal ein Loch einschießen. Und zwar sinnvollerweise genau hier. Erstmal. Da kommen wir schnell hin. Wo kommen wir woanders besser hin? Nee, wenn wir das da einsehen können. Na. Gucken wir erstmal, was du hier noch so findest. Not enough time units. Wo bist du denn? Och nee, ne? Hast du dein... du Idiot! Ja, gut, dankeschön. Hast du den Flying Suit benutzt? Blöde Wegfindung. Ich kann nicht über die Kisten steigen, ich muss über sie rüberfliegen. Okay, mal gucken, ob du Ende der Runde überlebst. Erlebst. Alec? Ist auch keiner. Oh, strange. Nein. Guten Morgen, Perks. Keiner mehr. Ich meine, hier wird keiner sein. Aber da können wir... Da, dann gehst du da noch hin. So. Da du dich ja so günstig da von deinem... Was ist das denn? Dann geh du da erstmal hin. Dreh dich wenigstens schon mal um. Hier ist ruhig. Ich glaube, so langsam müssten wir es mal wagen können, da unsere Sniper hinzustellen. Uhuhu. So, und jetzt habe ich, weil ich natürlich ganz schlau bin, hier keinen mehr... Höchst, du bist so doof. Muss natürlich hier noch einen stehen haben, wenn ich den da rein bewege. Für den Fall, dass er einen sieht. Gut. Okay, dann wollen wir mal speichern und mal gucken, ob unser Newbie mit seinem hier rausschießen kann.
Das wäre ja ganz fantastisch, wenn das klappen würde. Dann fliegst du hier hin, fliegst du hier hin. Schön weit weg vom Illyrium. Ja. Okay. Nächste Runde. Das Dinger, das war gut. So, aber ich muss jetzt da noch mal einen. Ne. Ach, dich hätte ich ja noch gehabt. Ah, ich bin doch doof, bin ich. Dann kannst du erstmal noch da bleiben. Na gut, Blasterbombs haben wir ja im Moment genug. Euch habe ich schon gezogen. Dich noch nicht. Ja, sie haben immer noch nicht gepanickt oder sind berserk gegangen. Also, wir haben ja schon ein paar erschossen. Tapfer, tapfer, liebe Aliens. Oh, mal gucken. Wie sieht denn das Battlefield aus? 1, 2, 3, 4, 5. Sechs, sieben, acht. Hier waren noch zwei, die verpufft sind. Das hier ist nur alles heile. Na gut, wir haben ja auch nicht auf die Wand geschossen. Das ist okay soweit. So. Du möchtest dich mal da hinstellen. Ah, nee, hier. Bevor ich dich wieder vergesse. Du fliegst dir jetzt erstmal hopp, 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 hopp an die Wand. So. Und bitte erinnere... du bist sozusagen der Erinnerungsmarker, dass ich da jetzt noch nicht eine Blasterbombe reinjage. Ich hoffe, ich denke dran. Sonst... Naja. So, jetzt müssen wir hier ja jetzt noch der Vollständigkeit halber gucken. Aber das wäre ja auch ein Witz gewesen, wenn da jetzt nur einer ist. Gut, hier hinten kann noch was sein. Und da haben wir so richtig schön Deckung, haben wir da nicht. Lauf, 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 lauf. Nee. Nicht ganz. Können sie dich da... Na, werden wir gleich sehen, ob sie dich sehen können. Ja, das ist okay soweit. Da ist sicher. Das gucken wir uns gleich an. Okay. Keiner da.
Du siehst auch keinen. Keine Zeiteinheiten. Mist, Mist, Mist. Dü. Du gehst mal wieder zurück. Auch keine Zeiteinheiten. Das ist ja furchtbar alles. Du hast ein paar mehr. Und okay. So, dann müssen wir jetzt noch mal kurz checken, wer hier für was berufen ist. 51. 44. 50. Also bisher war das Beste 51. Dich können wir dafür nehmen. Dich können wir auch nehmen. Ja. Ja, als dritten Mann. Und dich könnten wir hier hinstellen. Okay. Ja, ich würde sagen, jetzt ist der Außenbereich soweit gesichert. Da hinten, da verkrümelt sich keiner mehr. Also, es hat zum Glück wirklich nur eine Minimap. Auch keinerlei Gebäude. Ja, da würde ich sagen, werde ich hier das Video mal beenden. Und beim nächsten Mal gehen wir dann, muss ich mir noch überlegen, entweder den Sturmangriff an. Mit Heavy Weapons hier rein. Oder alternativ auch hier. Und hier. Oder wir warten noch mal ein paar Runden, ob wir nicht noch kostengünstig ein paar Aliens so abschießen können. Schauen wir mal. Auf jeden Fall geht's im nächsten Video weiter mit dem Battleship. Also, bis dahin. Tschüss.